Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch mit Uwe Gröber. Wir haben zwar schon die Trilogie offiziell hinter uns und ich denke, dass das eine gute Sache war, aber wir wollen sie noch verbessern. Und zwar möchten wir noch zwei Ergänzungen anhängen. Heute geht es um ein heißes Kapitel, nämlich was passiert unter Krebstherapie mit den Mikronährstoffen. Uwe, du darfst losschießen. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier wiederum aus dem Lockdown in Essen mit einem Thema, was mich im Jahre 2016 selber betroffen hat. Ich bin selber Krebspatient und weiß daher sehr gut, wovon ich spreche und habe leider erlebt, was es bedeutet, als solcher Patient unterwegs zu sein in Kliniken, wo von diesen Aspekten keiner eine Ahnung hat. Und zwar von dem Aspekt, wie bedeutsam die Ernährung ist und die kleinen Nährstoffe in Bezug auf den Verlauf der Erkrankung, aber auch in Bezug auf die Therapiemöglichkeiten. Und ich kann nur sagen, letztendlich, dass mich meine Kenntnisse über Mikronährstoffe enorm weitergebracht haben. Und daran würde ich Sie gerne teilnehmen lassen. Sehr und schön. Insofern haben wir heute eine kleine Auswahl an Medikamenten aus der Krebstherapie herangezogen. Wir haben ja generell gesagt, von Jahr zu Jahr steigt die Rate an Medikamenten, kann man sagen, die eingenommen werden müssen jeden Tag beim Patienten. Und wir haben teilweise bei älteren Menschen eine Anzahl von bis zu 12 Medikamenten pro Tag, die ein Patient einnehmen muss. Und diese Medikamente haben nicht nur Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auch Auswirkungen auf den Mikronährstoffhaushalt. Und mein Gesichtspunkt ist in Bezug auf die Schulmedizin eigentlich der, ich verstehe es nicht mehr, dass man heute an den Hochschulen, wo man Ärzte ausbildet, das Thema nicht ausgesprochen therapiert und präsentiert, um vielen Patienten, Betroffenen eine bessere Lebensqualität zu schaffen in der Betreuung mit Medikamenten. Es müsste Bestandteil der Leitlinien sein oder werden. Genau, es müsste Bestandteil der Leitlinien sein, beziehungsweise Bestandteil sein der Vorlesungen an der Hochschule in der Ausbildung der Ärzte. Und das Spektrum, wie stark Medikamenteneinflüsse sind auf den Nährstoffhaushalt, ist hier mal dargestellt. Und wir haben ja davon schon einige Punkte besprochen, beispielsweise den Punkt 3 in Bezug auf die Statine, den Punkt 2 in Bezug auf beispielsweise die PPIs, die Säureblocker und in Bezug auf die Hemmung der Synthese eines Nährstoffs, beispielsweise den Einfluss von Antiepileptika auf Vitamin D. Aber heute werden wir uns anschauen, einen Punkt, der enormen Einfluss hat auf den Nährstoffhaushalt, nämlich den Einfluss von Krebsmedikamenten oder auch der Strahlentherapie unter der starke Störungen auftreten können im Mikronährstoffhaushalt, aber nicht nur im Mikronährstoffhaushalt, eben auch im Makronährstoffhaushalt. Und da der Makronährstoffhaushalt den Mikronährstoffhaushalt bestimmt, muss man immer davon ausgehen, wenn wir es mit Patienten zu tun haben, mit schlechtem Ernährungsstatus, haben die immer durchweg einen schlechten Mikronährstoffhaushalt. Ja. Die Makronährstoffe, also die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Fette, sind die Träger der Mikronährstoffe. Und wer mit Makronährstoffen ein Problem hat, bekommt irgendwann ein Problem mit dem Mikronährstoffhaushalt, die ja essentiell sind, vor allen Dingen für die Aktivität und die Schlagkraft unseres Immunsystems. Also die Punkte 1 bis 3 haben wir schon ausreichend vorgestellt. Heute werden wir uns anschauen den Punkt 4, die Effekte von Medikamenten, die wir einsetzen im Rahmen der Krebstherapie, sprich die Chemotherapeutika. Und da muss man sich in jedem Fall eins merken. Chemotherapie ist nicht Chemotherapie. Die Chemotherapie ist immer anders und setzt andere Medikamente ein. Und darum ist das Spektrum der Interaktion der Medikamente mit dem Mikronährstoffhaushalt enorm groß. Ja. Und ich darf nur ganz kurz daran erinnern, ich meine, es ist eigentlich schon peinlich, in Zeiten von Corona
Wir haben hier nahezu die Patienten mit Osteoporose, die Patienten mit Diabetes mellitus, die Patienten mit Krebs komplett vergessen in den letzten 3 Jahren. Ja. Wir kannten ja nur noch Covid-19, aber die Todesrate ist enorm hoch und war auch schon so hoch die Jahre davor. Etwa 32.000 Menschen versterben pro Jahr an Krebs. Und wir lagen teilweise hier in einem Bereich an die 300.000, fast so hoch wie die Todesrate an kardiovaskulären Erkrankungen. Ja. Aber der Eindruck erschien in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren, vor allen Dingen bei Sendern wie ZDF, ARD und NTV, es gibt nur noch eine Erkrankung namens Covid-19. Ja. Und die ganzen Patienten aus dem Bereich, aus dem Bereich der Krebstherapie, haben wir abgehängt. Und ich würde es vermissen letztendlich, wenn wir eben nicht sehr stark diese Menschen betrachten, weil das sind Menschen, die haben ein echtes Problem. Ja. Und das sollten wir nicht vergessen und diese Menschen abhängen im Rahmen der Schulmedizin. Das größte Problem für Krebspatienten ist eigentlich ihr Ernährungszustand. Wir haben oft bei Krebspatienten einen Zustand der Mangelernährung. Den nennt man neudeutsch Malnutrition. Und von der Mangelernährung, der Malnutrition, sind etwa 80% der betroffenen Patienten betroffen. Und zwar in Abhängigkeit ihres Tumors. Also beispielsweise haben wir beim Pankreaskarzinom, bei Tumoren im Gastrointestinaltrakt, ja, beim Kolonkarzinom, aber auch beim Brustkrebs eine Häufigkeit von bis zu 30 bis zu 83% teilweise. Und diese Mangelernährung sollte man rechtzeitig kompensieren. Das machen wir jedenfalls in Bad Trissel bei unseren Patienten, damit man die Therapie optimal durchführen kann und die betroffenen Patienten eine gute Lebensqualität haben, trotz Chemotherapie, Strahlentherapie oder anderer onkologischer Interventionen. Viele Faktoren tragen zum Entstehen der Mangelernährung bei und hier seien mal einige Punkte erwähnt. Einmal Entzündungsprozesse, die vermehrt auftreten können im Körper. Dann die Therapie selber, die Chemotherapie, Strahlentherapie. Und dann vor allen Dingen Störungen im Metabolismus, die eine Begünstigung auslösen im Stoffwechsel, der den Körper treibt in die Auszehrung, in die Karaxie. Und das ist meistens vergesellschaftet mit Begleiterkrankungen und Symptomen wie Depressionen, Fatigue und mangelnder körperlicher Leistungsfähigkeit, aber auch mental. Ganz zu schweigen von den Störungen, die wir oft nachweisen können bei Krebspatienten im Gastrointestinaltrakt. Und wenn wir eben den Punkt Mangelernährung, Malnutrition nicht beachten im Rahmen der konventionellen Krebstherapie, begünstigen wir einen Anstieg der Komplikationsrate mit Störungen im Bereich des Immunsystems, Muskelschwäche, mangelnder körperlicher Bewegung und vor allen Dingen dem Auftreten des Fatigues oder der Tumoranämie. Einem häufigen Symptom, unter sehr, sehr viele Krebspatienten leiden, bereits in der Therapiephase, aber auch noch Jahre länger nach einer erfolgten Therapie. Und beide Faktoren, beziehungsweise alle Faktoren an sich, führen dazu, dass die Effektivität der Chemotherapie oder Strahlentherapie, ja, sinkt, die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Betroffenen sinkt, aber dafür die Begleiterkrankungen steigen und die Krebsmortalität. Die meisten Krebspatienten versterben nicht am Tumor, die versterben an der Mangelernährung. Und weil wir das Problem der Mangelernährung ernst nehmen in der Klinik Bad Trissel in Oberaudorf, empfehlen wir unseren Patienten, um ihren Ernährungsstatus aufrechtzuerhalten, täglich einen Proteinshake
der zweimal pro Tag quasi gut schmeckend ergänzt wird, um den Prozess der Auszehrung, der Mangelernährung vorzubeugen. Wenn wir gesund sind, aber wir werden alt, kann man sagen, wenn wir im Alter sind von 25 bis 30 Jahren, du wirst dich daran erinnern, Jörg, wahrscheinlich, das ist ein Foto von dir. Ja, Jugendzeit, ja. sehen wir teilweise so aus. Und die Muskulatur ist reine Immunkompetenz. Bitte nicht drüber lachen. Das ist Immunkompetenz. Betroffene Krebspatienten müssen an die Kraftmaschine. Die brauchen eine Ernährung wie ein Kraftsportler. Und was eben im Alter passiert, man kann sagen, ab 30 verlieren wir pro Jahr 1% der Muskelmasse und damit ein Absinken der Immunkompetenz. Und das Ganze wird ja gerne genannt als Immunoseneszenz und das betrifft eben nicht nur generell ältere Menschen, das betrifft vor allen Dingen auch Krebspatienten. Wir brauchen in unseren Kliniken für die Krebstherapie, aber auch in der Geriatrie Kraftstudios für ältere Menschen, um ihren Körperstatus zu stärken und vor allen Dingen ihre Immunkompetenz. Bereits 2007 erfolgt eine Empfehlung vom Universitätsklinikum Mannheim, dass ein Krebspatient mindestens 1,4 bis 2 Gramm Eiweiß ergänzen sollte pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist dieselbe Eiweißmenge wie ein Kraftsportler. Und vor allen Dingen sollte er vermehrt verzehren gutes Fett. Also betont sollte die Ernährung vor allen Dingen begleitend mit Eiweiß, am besten ein hochwertiges Eiweiß wie Molkenprotein und gute Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren. Und daher haben wir einen Shake, den wir quasi unseren Patienten anbieten, den der Patient zweimal pro Tag quasi sich selber mischt, auf Basis eines Molkenproteinisolats, was ergänzt wird mit Omega-3-Öl, Vitamin D-Öl, Vitamin A-Öl, Q10 und je nach Gusto mit Kurkuminpulver. Und der Shake wird zweimal am Tag langsam getrunken. Und mit diesem Shake decken Sie bereits den Tagesbedarf ab eines Krebspatienten von etwa 4 Gramm EPA-DHA. Das heißt, Sie haben hier schon bereits eine gute Abdeckung Ihres erhöhten Nährstoffbedarfs. Schauen Sie mal an die Menge an Vitamin D. Auch da haben Sie 5000 Einheiten Vitamin A ausreichend und ausreichend Q10. Und das alles in einem schmackhaften Shake, den man gut trinken kann und den Körper versorgt mit Vitalität. Das ganze Thema der Bedeutung der Mikronährstoffe in der onkologischen Prävention haben wir 2016 sehr schön dargestellt, in einer großen Übersichtsarbeit mit verschiedenen Fachleuten aus der Onkologie, unter anderem einem Onkologen aus Bochum, dem Herrn Adamitz. Dabei war auch der Herr Michael Hollig, der Mann, der Vitamin D entdeckt hat. Und auch vor allen Dingen mein Freund Peter Holzhauer aus der Klinik Bad Trissel. Und in diesem Arbeit haben wir quasi dargestellt, wie bedeutsam es ist, auf den Mikronährstoffhaushalt zu achten, wenn wir betroffen sind von Krebs und auch therapiert werden, mit Chemotherapie oder Strahlentherapie oder auch mittels Operation. Und ich habe heute mal mitgebracht eine Auswahl an meistens kritischen Mikronährstoffen. Darunter sind Mikronährstoffe, aber auch Makronährstoffe eher gesagt, wie Omega-3-Fettsäuren. Und deren Bedeutung möchte ich jetzt in der nächsten halben Stunde vorstellen. Langsam zum Mitschreiben.
und möchte keinen Patienten überfordern mit Spezialitäten, sondern wirklich nur mit grundlegendsten Maßnahmen, die jeder Krebspatient haben sollte, beziehungsweise haben muss. Einmal wollen wir anfangen mit den Omega-3-Fettsäuren, einer Gruppe an Nährstoffen, die man eher zurechnen würde zu den Makronährstoffen, aufgrund der Mängel, die ergänzt werden muss. Die spielen eine große Rolle beispielsweise bei der Mangelernährung, bei der körperlichen Auszehrung und für die Aktivität der Immunkompetenz. Dann ein Nährstoff, von dem Sie wahrscheinlich mal was gehört haben, Vitamin D, auch interessant bei Mangelernährung, Auszehrung und Tumoranämie, aber auch vor allen Dingen in der Chemotherapie, denn viele Chemotherapeutika bauen aktiv Vitamin D ab. Dann ein Mineralstoff, eher ein Spurenelement, was gar nicht fehlen darf für die Aktivität gegen Krebs, das Selen, was die meisten Onkologen kaum beachten, genauso wie Vitamin D oder auch Omega-3-Fettsäuren. Selen hat einen ganz zentralen Platz in der Krebstherapie. Beispielsweise bei uns in Bad Trissel setzen wir Selen ein als Infusion direkt vor der Chemotherapie oder Schalentherapie, aber auch vor allen Dingen bei Problemen der Mangelernährung, Auszehrung und beim Fatigue. Und ganz zum Schluss ein kurzer Blick auf die mitotropen Mikronährstoffe, also die Mikronährstoffe, die den Stoffwechsel unterstützen, der Mitochondrien. Die nennt man mitotrope Mikronährstoffe. Und da ist vor allen Dingen bedeutsam in der Onkologie das L-Carnitin und vor allen Dingen das Coenzym Q10 bei Brustkrebs, aber auch bei einer Therapie mit einem Anthracyclin, einem Alkylans oder einem Schiktoflox-Derivat, Ifosfamid und vor allen Dingen auch bei Mangelernährung. Alle vier Substanzen kann man sehr schön kombinieren in einem Shake, den langsam zweimal am Tag quasi vormittags und nachmittags ergänzen, schmackhaft als Shake, der sättigt und den Körper gut versorgt mit vitalen Nährstoffen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Man kann sagen, die Omega-3-Fettsäuren haben dem Vitamin D leider den Rang abgekauft. Bei Omega-3-Fettsäuren haben wir eine knallharte Datenlage, die dazu führt, dass man Omega-3-Fettsäuren einnehmen muss als Krebspatient. Ja. Und haben einen großen systematischen Review aus dem Jahre 2021, der zeigt, wie bedeutsam Omega-3-Fettsäuren sind in der onkologischen Intervention, sowohl in der Strahlentherapie, Krebstherapie, Chemotherapeutika, aber generell auch in der Vorbeugung der Mangelernährung. Und wir haben ja bekanntlich, wenn wir den HS-Omega-3-Index nehmen, weltweit einen enormen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Der HS-Omega-3-Index beschreibt die diätetische Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und die zeigt ganz klar an, wir haben in Deutschland, Europa meistens einen schlechten Wert von etwa 5%. Und sollten mindestens einen Wert haben von über 8 bis 11%. Ja. Das heißt, wir haben deutschlandweit, europaweit, weltweit eine enorme Häufigkeit eines Mangels an Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-3-Fettsäuren brauchen wir eigentlich für alles. Man könnte sagen, ähnlich wie Vitamin D. Absolut, ja. Omega-3-Fettsäuren müssen, um aufgenommen werden zu können, erstmal aufgenommen werden mit Fett, um die Fettverdauung anzuregen. Und alles, was kompliziert ist, Erythrozyten, also die Blutkörperchen, das Gehirn, das zentrale Nervensystem, die Netzhaut, die Retina, der Herzmuskel und die kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien, braucht diese Fettsäuren,
als Baustoff. Und die haben auch eine große Bedeutung im Rahmen der Immunkompetenz und der antitumoralen Wirksamkeit. Und darum sind Omega-3-Fettsäuren eigentlich das Nonplusultra in der komplementären Onkologie. Wir wissen ja, dass Omega-3-Fettsäuren ein großes Spektrum besitzen der antientzündlichen Wirksamkeit. Aus den Omega-3-Fettsäuren EPA, DHA, Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure entstehen Lipidmediatoren, die teilweise die Zellproliferation reduzieren und kontrollieren, die teilweise sehr stark antientzündlich wirken, ja, und die Immunkompetenz stärken. Im Gegensatz zu einer Versorgung mit Omega-6-Fettsäuren, beispielsweise aus Fleischprodukten, wirken eben Omega-3-Fettsäuren aus Meeresfisch, aus Algen, hervorragend antientzündlich. Und Omega-3-Fettsäuren haben auch gezeigt, dass sie die Wirksamkeit von Chemotherapeutika wie Docetaxel, also von Taxanen, verbessern und Nebenwirkungen von Alkylantien wie Cisplatin oder Oxaliplatin auf die Nervenfunktion reduzieren. Und was die Omega-3-Fettsäuren vor allen Dingen machen, sie unterstützen letztendlich die Integrität, die Stabilität unserer Epithelien im Darm und in der Lunge, indem sie quasi die Verbindungskanäle, die Tight Junctions, stärken. Meistens machen sie das zusammen mit Vitamin D und Vitamin A. Und wenn beides fehlt, hat man Legre Gut oder löchrige Lunge, egal was auch immer. Gut öffnet dann quasi Sekundärinfektionen Tür und Tor, die man gar nicht haben möchte. Und darum haben die beiden Nährstoffe, eigentlich Omega-3-Fettsäuren als auch Vitamin D, einen enormen Stellenwert in der gesamten Krebstherapie. Vielleicht mal ganz kurz vorgestellt die Eigenschaften der beiden Omega-3-Fettsäuren EPA, DHA in der Krebstherapie. Sie wirken stark antientzündlich, wirken stark antikarektisch, wirken der Auszehrung des Körpers entgegen, verbessern den Appetit, verbessern das Körpergewicht und verbessern das kardiopulmonale System und dessen Leistungsfähigkeit. Und der Punkt, den ich gerade dargestellt habe, ist vor allen Dingen ganz relevant. Sie verbessern das Darmmikrobiom. Und der Punkt, der eigentlich viel zu wenig betont wird, bei Omega-3-Fettsäuren, der ähnlich zu sehen ist wie beim Vitamin D, ist der Aspekt, dass Omega-3-Fettsäuren das Immunsystem stabilisieren und vor allen Dingen auch Prozessen wie dem Chemobrain, was das Entstehen begünstigt, von Fatigue reduziert. Und der Entzündungsschalter für Entzündungsprozesse, die wir eben nicht haben wollen bei Krebs, aber auch bei anderen Erkrankungen wie Rheuma, NF-KB, schalten Omega-3-Fettsäuren aus, genauso wie auch Vitamin D. Corona lässt schön grüßen, ne? Der Zytokinsturm. Ja, könnte man in Analogie sehen. Ja. Aber man will ja keine Leute verunsichern, weil Vitamin D-Gabe bei Corona ist ja nicht evidenzbasiert. Richtig. Möglicherweise nur der Herr Fauci aus New York empfiehlt seinen Patienten, Vitamin D einzunehmen in Zeiten von Corona. Ja. Ich meine, den Herrn Fauci hätten wir mal gehört in Zeiten von Herrn Trump. Ja, es war. Ich frage mich nur, ob die Erkenntnisse von Herrn Fauci aus dem JAMA nicht bekannt sind bei Herrn Spahn und bei Herrn, na, wie heißt er jetzt, der Neue? Haben wir verdrängt, Uwe. Genau. Und wenn wir uns anschauen, was aktuell
an Daten vorliegen aus großen systematischen Untersuchungen, aus Meta-Analysen aus dem August 2020, die zeigen ganz klar, dass begleitend zur Chemotherapie, begleitend zur Bestrahlung bei verschiedensten Krebsarten wie Brustkrebs, Kopfkrebs, Hals-, Magen-Darm-Krebs, Magenkrebs, Darmrektalkrebs, Speiseröhrenkrebs, Leukämie, Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und beim multiplen Myelom es definitiv sinnvoll ist, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren, weil Omega-3-Fettsäuren das Körpergewicht stabilisieren, das progressionsfreie Überleben erhöhen, die Lebensqualität verbessern und definitiv die Immunität und Immunparameter bei den Betroffenen erhöhen und Nebenwirkungen, die ausgelöst werden können durch die onkologische Intervention, stark reduzieren. Und ich denke, da muss man nicht mehr nachdenken, ob es denn sinnvoll wäre, Omega-3-Fettsäuren zu ergänzen im Rahmen der Krebstherapie. Und mittlerweile ist das ja auch so, man empfiehlt sogar schon etwas, was ähnlich gut wirkt wie Omega-3-Fettsäuren. Das heißt Vitamin D. Und ich würde empfehlen, man sollte seinen Omega-3-Fettsäurenhaushalt kontrollieren durch den Omega-3-Index und vor allen Dingen an die Medikation, Begleitmedikation mit Omega-3-Fettsäuren denken bei einer Therapie mit Anthracyclinen, Taxanen, Alkylantien und MAPS, monoklonalen Antikörpern. Und in der Begleittherapie der Anämie, Kachexie und Fatigue sind Omega-3-Fettsäuren das Nonplusultra, aber die Dosierung oral sollte man wählen bei 2 bis 4 Gramm, nicht in Form von 0,5 Gramm, das sind Smarties. Ab einer Dosierung von 2 bis 4 Gramm wird es erst interessant, denn dann wirken Omega-3-Fettsäuren. Deswegen ist es ganz wichtig, es kostet zwar doppelt so viel wie die Vitamin-D-Bestimmung, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich testet, ob man genügend Omega-3 hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist wie beim Vitamin D, die Bevölkerung ist im Keller. Und von daher, Uwe, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das rausbringen. Nicht nur die Krebspatienten, sondern jeder sollte prüfen, ob er genügend Omega-3 hat. Ja, und ich würde Krebspatienten mindestens einmal im Jahr empfehlen, den Wert labordiagnostisch zu hinterfragen. Ja, sicher und, ist sicher. In Analogie zu Omega-3-Fettsäuren, die ja auch überwiegend antientzündlich wirken, kommen wir eben dann zu einem Präprohormon, dem Vitamin D, was ja eigentlich gar kein Mikronährstoff ist, eher ein Hormon. Und Vitamin D hat gerade in der Krebstherapie eine enorme Bedeutung, nicht nur in der Prävention, auch in der onkologischen Intervention. Ja. Gerade bei einer Medikation mit Antikörpern, bei einer Medikation mit Anthracyclinen und bei einer Medikation mit Taxanen. Und wir haben ja schon letztes Mal gezeigt, dass verschiedenste Arzneistoffgruppen in ihrer Wirkung verbessert werden durch einen guten Vitamin-D-Status und deren Nebenwirkungen reduziert werden, um damit die Verträglichkeit und Wirksamkeit der Medikation unterstützt wird. Und das vor allen Dingen auch bei der Gruppe der Medikamente, die wir einsetzen in der Krebstherapie, bei den Krebsmedikamenten, den sogenannten Chemotherapeutika oder Zytostatika. Und was meistens kaum bekannt ist, dass viele Medikamente, eben auch Medikamente, die wir einsetzen in der Krebstherapie, wie Paclitaxel, Epirubicin, Dexamethason beispielsweise, Vitamin D aktiv abbauen können, indem sie die beiden Enzyme oder das Enzym der Hydroxylase, die Vitamin D erneut hydroxyliert an der Position 24, aktivieren. Diese Medikamente sind aktivierende Faktoren für den Pectin-X-Rezeptor
und können darüber Vitamin D abbauen. Das heißt, ein Krebspatient in der Krebstherapie, der mit Chemotherapie behandelt wird, bekommt ohne eine begleitende Einnahme des Vitamin Ds ganz klar einen Vitamin D-Mangel, wenn er den nicht schon vorher hatte. Ja. Wir messen bei keinem Patienten, den wir haben in der Onkologie, in Bad Trissel, beim Aufnahmestatus einen normalen Vitamin D-Wert. Teilweise haben die Patienten Vitamin D-Werte von 0 Nanogramm pro Milliliter. Ja. Trotzdem macht niemand etwas. Man fragt sich, wie ist eine Lebensqualität mit einem Wert von 0 bis 5 Nanogramm pro Milliliter? Und das kommt eben sehr häufig vor. Und wir haben ja gemeinsam gemacht 2011 eine Veranstaltung in der Charité in Berlin, den ersten internationalen Vitamin D-Kongress. Und damals hatte ich die freundliche Aufgabe, den Punkt der Medikamente mit Einfluss auf den Vitamin D-Haushalt vorzustellen. Und hier ein Fallbeispiel aus unserem Vitamin D-Buch: Eine Patientin mit Brustkrebs. Sie bekommt eine Polychemotherapie mit Taxotere, Carboplatin und Trastuzumab. Also drei verschiedenen Zytostatika. Das nennt man Polychemotherapie. Ja. Und weil eines der Chemotherapeutika ein Alkylans ist, steigert quasi diese Polychemotherapie durch Carboplatin starke Schäden auf den Schleimhäuten bis hin zu starken Geschmacksstörungen. Und die Schleimhautschäden können sehr stark sein, sodass man die Chemotherapie abbrechen muss. Frage ist, wie gut wirkt eine Chemotherapie, die man abbricht? Ja. Die wirkt gar nicht mehr. Antwort. Diese Patientin wurde in Neumarkt in der Oberpfalz behandelt vom Herrn Dr. Fink, bekam ihren ersten Zyklus im Januar 2010, den zweiten Zyklus im Februar 2010. Und bereits eine Woche später hat sie starke Störungen entwickelt, der Schleimhäute im Mund-Trachtenbereich, aber auch an den Händen. Am 2. März erhielt die Patientin den dritten Zyklus und war 14 Tage später wieder in der Arztpraxis und zeigte dem Herrn Dr. Fink diese Hände, die Handinnenflächen, stark aufgesprungen, aufgerissene Hautfetzen. Und der Herr Fink hat dann gefragt, diese Patientin, benutzen Sie vielleicht ein scharfes Putzmittel? Und das war nicht der Fall. Und als sie ihm, dem Herrn Fink, zeigte, quasi ihrem Arzt, die aufgesprungenen Hautfetzen am Nagelbett der Finger, wusste Herr Fink letztendlich, wir haben hier ein Problem, vor allen Dingen mit Vitamin D. Und daraufhin hat er dann den Vitamin D-Wert im Labor bestimmt. Der lag bei 6,3. Normal wäre ein Wert von 40. Wir haben allerdings in der Praxis im Alltag ohne weiteres Patienten, die haben Werte von 0. Und ohne zu wissen, was er geben müsste, um den Wert optimal auszugleichen, empfiehlt er erstmal die Menge von 2000 Einheiten Vitamin D täglich. Und bereits nach 6 Tagen, das ist der 16. März, das ist der 20. März, sieht die Haut in den Handinnenflächen so aus. Stark verbessert. Auch die Geschmacksstörungen stark reduziert. Und dann bekommt die Patientin ihre vierte Chemotherapie am 23. März in der vollen Dosierung. Und als am 6. März dieses Bild gemacht worden ist, sieht man
die ganzen Symptome letztendlich der Hautstörung, der aufgerissenen Hautfetzen in den Handinnenflächen sind abgeklungen und auch das Hautbild, die Geschmacksstörungen sind komplett abgeklungen. Aber der Referenzwert ist lange nicht erreicht worden durch 2000 Einheiten Vitamin D. Das wäre der Wert, der eigentlich normal wäre. Nun muss man dem Kollegen zugutehalten, das ist 10 Jahre her, Uwe, ne? Inzwischen ja. Wissen wir, dass wir wesentlich mehr brauchen und heute gibt es sicherlich auch eher 6.000 oder 8.000, als dass es ja, weiter das ist gibt. Aber ja. Obwohl wir offizielle Empfehlungen haben vom DKFZ in Heidelberg aus dem Februar 2021, erfahren die meisten betroffenen Patienten keine Empfehlung für Vitamin D. Ja. Dazu kommen wir gleich. Wenn Sie mal vergleichen, die Tageskosten, was Vitamin D kostet und was die Chemotherapie kostet, fragt man sich, was wirklich, was ist da los in der Schulmedizin? Ja. Und eine weitere Arbeit aus dem Jahre 2016 zeigt sehr schön bei einer seltenen Form von Krebs im Blut beim B-Zell-Lymphom, dass die Chemotherapie erst dann gut wirkt, bei einem ausreichenden Vitamin-D-Status, beziehungsweise wenn wir begleitend Vitamin-D ergänzen. Und bei diesem Therapieschema ist der Patient mit dieser Krebsart nach der Therapie mit Maptera beziehungsweise Rituximab geheilt. Kaum eine Krebstherapie heilt. Aber hier haben Sie den Punkt, eine Ausnahme. Diese Therapie kann heilen von Krebs, nur dann, wenn wir ausreichend versorgt sind mit Vitamin D. Insofern ist das ein Skandal, dass meistens in der onkologischen Intervention kein Patient erfährt, dass er Vitamin D ergänzen sollte. Die Wirksamkeit von Rituximab, aber auch anderen Medikamenten, wird durch begleitende Vitamin-D-Gabe verbessert. Und der Vitamin-D-Status, den man haben sollte, ist mindestens 40 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Die Häufigkeit in der Praxis eines Mangels liegt bei 95 bis 100%. Ja. Und Vitamin-D sollte man anfangs hochdosieren und letztendlich eine Erhaltungsdosierung wählen von etwa 50 Einheiten Vitamin D pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und für die Chemotherapie sollte man sich ganz klar interessieren, ist das Carboplatin, Epirubicin, Docetaxel, Trastuzumab, Herceptin oder Rituximab und begleitend an Vitamin D denken. Auch bei der Therapie mit Aromatasehämmern, Bisphosphonaten oder Tamoxifen ist eine begleitende Vitamin-D-Gabe unumgänglich. Und wer das nicht weiß, als behandelnder Arzt, würde ich sagen, trägt besser Briefe aus an der frischen Luft und verwirrt keine Patienten. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Wir haben im letzten Jahr, im Februar 2021, offiziell vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg eine Meldung, dass die Krebsmortalität gesenkt werden könnte, nahezu um 13%, wenn man Vitamin D ergänzen würde und dass man sogar durch die Vitamin D-Einnahme bei Menschen über 50 an die 30.000 Krebstodesfälle einsparen könnte pro Jahr und 300.000 Lebensjahre gewinnen könnte, bei gleichzeitiger Kostensparnis. Was wollen wir mehr? Und das Deutsche Krebsforschungszentrum würde man doch eigentlich wahrnehmen, wenn man es wüsste. Sollte man eigentlich meinen, ja. Was da läuft, ist eine bodenlose Unverschämtheit und Ignoranz. Sorry. Aber als betroffener Krebspatient nehme ich hier keine Hand vom Mund.
Nächster Aspekt, der nur diskutiert wird im Rahmen von Anekdoten, im Rahmen von einer Literatur namens den Gebrüdern Grimm. Selen. Das Nonplusultra für unser Immunsystem. Außerdem ist Selen ein Mineralstoff oder ein Spurenelement, was als einziges Spurenelement integriert ist in unserer DNA. Und darum ist Selen so wichtig, bereits in der Schwangerschaft und vor allen Dingen in der Krebstherapie. Alle anderen Mineralstoffe bestimmen nur indirekt die Proteinfaltung, aber Selen ist direkt integriert in unserem genetischen Code über einen Stopcodon. Und darum kann man sagen, ist ein Selen neben Vitamin D mit der wichtigste Nährstoff unter allen. Und auch da herrscht der Mangel. Und achten Sie bitte auf Ihren Selenwert, denn genau das, was Sie gerade gehört haben von der Spitz, trifft zu. Wir haben europaweit, deutschlandweit einen enormen Mangel. Ja. Und in Bezug auf die Schlagkraft des Immunsystems gegen Viren, aber auch gegen Tumorzellen, ist Selen so wichtig, weil Selen bestimmt quasi die Affinität, die Neigung des Interleukin 2 an seinen Rezeptor zu binden. Und wenn eben Selen fehlt, wird dadurch quasi die Immunabwehr sehr stark begrenzt. Und das betrifft vor allen Dingen virale Infektionen wie Covid-19, aber auch gerade Tumorerkrankungen wie Brustkrebs oder Kolonkarzinom. Ein guter Selenstatus ist in der Krebstherapie das Nonplusultra. Und üblerweise wird das abgewürgt, indem man amerikanische Studien zeigt, wobei Amerika voll mit Selen ist. Die haben keinen Mangel. Und wenn man dann Selen draufschüttet, wird es kritisch. Aber in Deutschland haben wir den Mangel und wir sollten Selen ersetzen. Wir haben nicht in Deutschland einen Mangel, wir haben weltweit einen Mangel. Was hier die ETH Zürich bereits beschreibt, 2017. Die ETH Zürich im bedeutendsten Fachjournal der Biochemie. Das sind die Böden, die wir demnächst sehen in 2-3 Wochen. Wenn wir mit dem Hund spazieren gehen im Feld oder auch im Wald. Unsere Böden werden immer trockener und immer ausgelaugter. Und der Klimawandel macht sich wirklich bemerkbar. Und vor allen Dingen auch im Bereich der Verfügbarkeit an Mineralstoffen aus der Ernährung. Da wir unsere Böden überdüngen, die dadurch übersäuert werden, sinkt die Verfügbarkeit an Mineralstoffen wie Selen, Zink und anderen Mineralstoffen in Pflanzen und generell in der Ernährung. Das sagt die ETH Zürich, eine der bedeutendsten Universitäten in Europa. In Deutschland hören Sie davon nichts. Und um mal die Brennpunkte darzustellen, hat die ETH Zürich in ihrer Arbeit eine Weltkarte eingezeichnet und hat die Brennpunkte rot markiert. Gott sei Dank sind wir nicht als Europäer betroffen. Tja. Wie ignorant kann man sein? Ja. Es ist der Wahnsinn. In Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien haben wir allgemein einen Selenmangel. Und der erste, kann man eigentlich sagen, der Selen bekommen hat in Europa, war nicht ein Mensch, sondern ein Schwein. In Finnland, in der Massentierhaltung, weil die Bauern hatten keinen Bock mehr, dass ihnen die Schweine verstarben an Herzmuskelschwäche. Aber uns gibt man kein Selen. Brauchen wir nicht. Sind doch keine Schweine.
Ja, eine weitere Arbeit, die zeigt die hoffnungslose Mangelversorgung mit Selen aus dem Jahre 2015 in Europa. Und da sehen Sie vor allen Dingen, wir Deutschen bewegen uns gerade maximal im Bereich von 70 bis 80, sollten aber einen haben von 130 bis 150. Das wäre normal. Das hier ist nicht normal. Das ist fatal und ist geprägt von einer kompletten arroganten Ignoranz der Schulmedizin gegenüber Selen. Und um das mal in Gänze darzustellen, wo wir liegen in Deutschland und wo man am effektivsten Erkrankungen vorbeugen könnte, unter anderem auch Krebs, Ja. das sind wir. Und das wäre der Bereich, wo wir am effektivsten Erkrankungen vorbeugen könnten, vor allen Dingen Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im Bereich von 130 bis 150. Unfassbar, unfassbar. Ja. Alles publiziert in hochrangigen Fachzeitschriften, unter anderem im Lancet. Und der Lancet ist keine Bildzeitung oder hört zu, ist mit das wichtigste Fachjournal der Medizin. Deswegen lesen wir das in Deutschland auch nicht. Nee, wir lesen das nicht, weil das ist auf Englisch Ja. und man kann ja nicht erwarten, dass der Herr Professor Englisch kann. Ja, ist schon ein Jammer. Ein Beispiel aus der Klinik in München unter der Therapie mit Winkelalkaloiden. Das sind Mitosegifte. Die werden gewonnen aus der Wurzel einer Pflanze, die wächst meistens im Herbst. Und diese Mitosegifte wurden oft eingesetzt, beispielsweise in der Brustkrebstherapie. Aber in der Zeit, wo man die Mitosegifte eingesetzt hatte, als Infusion direkt über die Vene, trat oft eine starke Venenentzündung auf, eine Phlebitis. Die war sehr häufig und war sehr belastend für die betroffenen Patienten, sodass man die Therapie teilweise abbrechen musste. Hier links sehen Sie ein Bild einer Patientin, die therapiert worden ist mit Vinorelbin. Und daneben sehen Sie quasi die Patientin, ihr Arm, die eine Prämedikation bekommen hatte mit Selen. Ja. Und da sehen Sie eigentlich, wie gut Selen wirkt und was eigentlich Selen macht. Selen ist ein antientzündliches Agens, kein Antioxidans. Was glauben Sie, welcher Arm schmerzhafter ist, der linke oder der rechte? Und das hier ist nur die Prämedikation mit 1000 Mikrogramm Selen. Auch in der Radiotherapie, beispielsweise bei Frauen, die bestrahlt werden im Beckenbodenbereich, sieht man ganz klar, dass starke Nebenwirkungen in Bezug auf die Radio geninduzierte Diarrhö, den starken Durchfall, enorm reduziert werden, nahezu um 100%. Und auch die Langzeitüberlebensrate deutlich verbessert wird durch die begleitende Gabe von Selen. Und wenn man sich eine Meta-Analyse anschaut aus der Onkologie, zur Selentherapie während der Strahlentherapie zeigt diese Meta-Analyse ganz klar, der Blutspiegel an Selen wird durch Selengabe verbessert, der Zustand des Patienten wird verbessert, die Lebensqualität, aber die Nebenwirkungen der Strahlentherapie werden stark reduziert, aber nicht die Strahlentherapie in ihrer Wirkung reduziert. Was ja häufig kolportiert wird. Nehmen Sie nur nichts ein, das stört Ja, unsere genauso ist Therapie. das. Diese Arbeiten kennt kaum einer. Ja. Selen ist das Nonplusultra in Bezug auf die Therapiephase. Und bitte denken Sie an Ihren Selenstatus, wenn Sie betroffener Patient sind. Also ich würde empfehlen, mindestens einmal im Jahr den Selenwert zu messen im Blutserum
Der Ziel jetzt sollte sein 130 bis 150. Und man kann sagen, um diese Werte zu erzielen, muss man mindestens 2 bis 3 Mikrogramm Selen ergänzen pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und bitte nehmen Sie nur Natriumselenit, nicht Selenomethionin. Natriumselenit wird gut verwertet vom Körper und kann im Körper nicht akkumulieren, im Gegensatz zum Selenomethionin. Außerdem haben Sie keine Möglichkeit, Selenomethionin zu infundieren. Das geht nur mit Natriumselenit. Wir haben in 30 Jahren keine Überdosierung gesehen bei der Gabe von Selen als Natriumselenit in der onkologischen Intervention. Und gerade bei einer Auswahl von verschiedenen Zytostatika, wie Cisplatin, Etoricin, Trastuzumab, Docetaxel, sollte man unbedingt denken an Selen. Auch bei der Begleitmedikation mit Tamoxifen und Aromatasehemmern. Und bei Begleitfaktoren, die die Auszehrung betreffen, Fatigue, Sepsis, aber auch vor allen Dingen sehr gut wirksam ist Selen beim Lymphödem. Und es kann nicht sein, dass Onkologen, Fachärzte darüber nichts wissen. Tja. Treten Sie am Onkologen auf beide Füße stehend, bis er aufwacht. Jetzt ganz kurz ein Exot, den ich gar nicht ansprechen wollte, weil Sie müssen darüber unbedingt sprechen, zunächst mit Ihrem Arzt. Bitte auf keinen Fall auf eigene Faust. Aber es zeigt sich, dass an der Gabe von molekularem Jod sehr viel dran ist. Und zwar während der onkologischen Intervention. Das zeigen erste Pilotstudien aus Mexiko. Denn wir haben nicht nur Natrium-Judit-Symporter für Jod in der Schilddrüse. Wir haben nahezu in allen Organen, in der Brustdrüse, in der Prostata, im Gastrointestinaltrakt, diese Transporter. Und eigentlich kann man sagen, auf eine gute Jodversorgung sind alle Bereiche angewiesen, des Stoffwechsels und der Organe. Aber wir waren zunächst nur konfrontiert mit dem Punkt Jod, Schilddrüse. All das lassen wir weg. Wir haben also diese Transporter für Jod in zahlreichen Organen. Und Jod hat eben gerade eine starke kontrollierende Wirkung auf die Zellproliferation. Weil durch Jod vermehrt Jodlaktone gebildet werden, welche die Zellproliferation nicht nur reduzieren in der Schilddrüse, auch in anderen Organen. Und eine erste Arbeit, Pilotstudie ist gemacht worden 2019 in Mexiko von Frau Moreno Vega. Und die hat gezeigt, die begleitende Gabe von Jod molekular, 5 Milligramm pro Tag zur Chemotherapie, also hier in dem Fall FLC, 5-Fluoroacil, Epirubicin, Cyclophosphamid oder einem Taxan und Epirubicin verbessert quasi das Ansprechen der Wirksamkeit gegen den Tumor und führt dazu, dass sich teilweise die Tumorzellen redifferenzieren. Und sehen hier letztendlich, das krankheitsfreie Überleben wird deutlich verbessert durch die begleitende Gabe von molekularem Jod. Aber bevor Sie jetzt greifen, irgendwie zum Jod, bitte achten Sie darauf, dass es molekulares Jod ist und halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Das ist jetzt keine Empfehlung für die Selbstmedikation. Die Effektivität der Chemotherapie wurde durch molekulares Jod verbessert
Nebenwirkungen reduziert und das Krankheitsleben deutlich verlängert. Und teilweise haben sich Tumorzellen unter molekularem Jod redifferenziert. Und denke, das wird sehr schön beschrieben, auch in neueren Arbeiten zum molekularen Jod, auch in derselben Arbeitsgruppe aus Mexiko. Den molekularen Jod ist auch sehr interessant in Bezug auf die Immunkompetenz, in Bezug auf Entzündungsprozesse und in Bezug auf die Zellproliferation. Uwe, ich denke, das ist eine Erinnerung an die Zeit, wo wir mal im Meer gelebt haben. Vor hunderttausenden von Jahren, wo reichlich Jod vorhanden ist, hat der Körper das Jod genommen als Baustoff aus der Natur und sich damit geholfen. Es gibt ja Daten, beispielsweise aus Japan, dass ein Japaner am Tag ergänzt, ungefähr verzehrt mit Ernährung, bis zu 5000 Mikrogramm Jod. Ja. Ja. Und hat keine Probleme. Wenn derselbe Japaner aber umzieht nach Essen oder nach Wiesbaden und sich dort ernährt, normal, typisch deutsch, bekommt er kaum Jod und er bekommt dann irgendwann Probleme mit Tumorarten von Organen wie der Prostata und dem Darm. Und deshalb ist dieser hohe Jodverzehr vor allen Dingen vergesellschaftet in Japan mit einer geringeren Krebsrate. Man dachte zuerst eigentlich, das wäre Soja. Nee, kein Soja, das ist Jod. Ja. Und ganz zum Schluss nochmal ein Blick vielleicht auf die Nährstoffe, die wichtig sind für die Funktionsfähigkeit unserer Mitochondrien, unserer Zellkraftwerke, dem Coenzym Q10 und dem L-Carnitin. An beiden Nährstoffen haben die meisten betroffenen Patienten mit Krebs einen enormen Mangel. Und beim L-Carnitin kann man sagen, wir haben Daten aus Italien, die zeigen, dass Krebspatienten einen Mangel haben an L-Carnitin von bis zu 80%. Und das betrifft vor allen Dingen die Energieleistung allgemein des Körpers, sowohl mental als auch physisch. Vor allen Dingen die Energieleistung der Muskulatur und die Schlagkraft des Immunsystems. Und beides sind ja auch echte Antioxidantien, die nicht nur antientzündlich wirken, sie wirken auch antioxidativ und stärken letztendlich die Energieleistung und Vitalität der betroffenen Patienten. Und ich würde bitten, an die beiden Faktoren zu denken bei einer Medikation mit Alkylantien wie Carboplatin, Cisplatin oder Anthracyclinen wie Epirubicin und auch vor allen Dingen bei einer Therapie mit Taxanen. Und an Coenzym Q10 sollten Sie unbedingt denken, vor allen Dingen, wenn Sie betroffene Patientin sind mit Brustkrebs. Und auch da sollte man keine Smarties ergänzen. Da sollte man ergänzen 3x1-2 Gramm L-Carnitin als Tartrat oral während der Therapiephase. Und an Q10 empfehle ich gerne eine Tagesdosierung von 500 Milligramm. Vor allen Dingen bei Patientinnen mit Brustkrebs. Ganz kurz nochmal ein Hinweis auf die Literatur, die aktuelle, die kommt in diesem Jahr. Einiges haben die drinstehen auch in dem Omega-3-Buch aus dem letzten Jahr oder aus dem Vitamin D-Buch aus dem vorletzten Jahr. Aber die Fallbeispiele haben sie unter anderem drinstehen in der aktuellen Auflage des Büchleins Arzneimittel als Mikronährstoffräuber. Wir planen einen fünften Teil. Da geht es um die Cortisonprodukte, die wir oft einsetzen bei Erkrankungen wie Asthma, wie Rheuma beispielsweise oder auch wie bei Covid-19. Dexamethason, Prednison, hier ist ein Schreibfehler, fällt mir gerade auf. Lassen Sie grüßen. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal bei der Veranstaltung zu den Medikamenten, die wirken im Körper teilweise als Störfaktoren für den Mikronährstoffhaushalt. Ja, Uwe, ganz herzlichen Dank. Das war wieder eine geballte Ladung. Und das Traurige ist, dass nicht nur die Krebspatienten, die es ganz besonders betrifft, aber es geht ja querbeet durch die Bevölkerung.
Und dann wundern wir uns auch, wenn irgendein Virus vorbeikommt und uns anhustet, dass wir dann krank werden. Die Bevölkerung ist in einem jämmerlichen Zustand, ernährungsmäßig in einem jämmerlichen Zustand, und es juckt die Regierung überhaupt nicht. Okay, also noch Nun, einmal das ganz reicht, herzlichen denn Dank. ich bin der Meinung, das Virus muss endlich lernen, Maske zu tragen, nicht wir. Und es muss unbedingt was passieren, vor allen Dingen bei den betroffenen Patienten mit Krebs in Bezug auf die Begleitmedikation, ausgerichtet auf die Chemotherapie. Ja. Also, ich darf Sie ganz herzlich einladen zu unserem nächsten Kurs und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Also, ich schließe mich an und sage auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und dir nochmal, Uwe, ganz herzlichen Dank für dieses Material.